dir die erste. Und noch eine zweite, eine dritte, eine vierte. Dieter Wedel ist Perfektionist. Tommy, erst sich rumdrehen, wenn du merkst, die Theresa dreht sich um. Immer wieder lässt der Starregisseur die Szene hier im Schloss Albrechtsberg neu drehen. Die Szene, in der sich die Gräfin Kosel und ihre Konkurrentin, Fürstin von Teschen, das erste Mal bei Hofe begegnen. Der Film soll die knisternden Momente noch deutlicher machen, dieses gefährliche Spiel, diese spannenden Augenblicke. Für das Open-Air-Festival im Dresdner Zwinger scheut Dieter Wedel keinerlei Aufwand. Kostbare Kostüme, komplexe Bühnenbauten und aufwendige Filmszenen an geschichtsträchtigen Orten. Dieses Barockspektakel soll die Zuschauer in den Bann ziehen, mit allen Mitteln. Auf der Riesenbühne sind für manche Zuschauer auch die Schauspieler sehr klein zu sehen. Und sie einmal mal nah an die Zuschauer ranzubringen, geht dann über die Leinwand. Perfektionismus herrscht auch auf der Baustelle im Zwinger. Eine riesige Bühne in die historische Kulisse genau eingepasst. Das stellt alle vor große Herausforderungen. 9 Hebebühnen, 6 fahrbare Dreieckstürme und 210 Scheinwerfer. All das muss hier Platz haben. Am kompliziertesten aber gestaltet sich der Ton. Es ist wie eine Art Live-Kino, was reproduziert wird. Was der Dr. Wedel auch will, ist, dass die Zuschauer mit in diese Atmosphäre reingenommen werden. Also sie haben nicht nur vor Ort einen Schauspieler, der auf der Bühne steht, es passiert auch mit den Musikern außenrum etwas. Oder wenn sie verschiedene Räume erzeugen, in denen das spielt, in einem Palais, dann wird auch der Hall dazu generiert, sodass der Zuschauer das Gefühl hat, wir sind genau an der Position. Ab Anfang August können die Dresdner und ihre Gäste sie hören, sehen und erleben. Die neue Gräfin Kosel. Die Affäre mit August dem Starken. Die aufregende Geschichte um Liebe, Macht und Verrat.